Tag und herzlich willkommen zu einer neuen Folge PS Speicher TV. Ich habe heute das Vergnügen, euch zum ersten Mal bei PS Speicher TV ein waschechtes Vorkriegsauto vorzustellen. Und zwar ein DKW F8 des Baujahrs 1939. Das Auto ist technisch ausgesprochen ungewöhnlich. Wir haben nicht nur eine Karosserie aus Holz. Aus Blech sind bei diesem Auto nur die Motorhaube, alle Kotflügel und die Scheinwerfertöpfe. Der gesamte Karosseriekorpus besteht aus Sperrholz. Nicht weniger ungewöhnlich ist auch der Motor. Ein Zweizylinder-Zweitakter, in dem Fall mit 700 Kubik, zunächst mit 500, dann 600 Kubik, entstammt eigentlich einer Motorradproduktion. Mit 700 Kubik und 20 PS hat man natürlich nicht gerade Beschleunigungskräfte, die den Asphalt aufreißen, sondern man muss eigentlich fahren, um den Schwung möglichst gut mitzunehmen. Mit mittleren Drehzahlen, einem sanften Gasfuß, dann läuft der DKW kultiviert und sparsam. Ab 1931 erschien der erste DKW Frontantrieb, daher F, als F1 und setzte sich sofort auf den zweiten Platz der Zulassungsstatistik. Entwickelt worden war das Auto von routinierten Autobauern im Audi Automobilwerk in Zwickau. Die Fertigung war ein wenig zerrissen. Die Holzkarosserien wurden ja nach wie vor in Spandau gefertigt. Die wurden mit der Bahn nach Zwickau transportiert und dort trafen auch die Motoren aus dem Motorradwerk in Schopau ein. Und bei Audi in Zwickau erfolgte dann die komplette Fertigmontage des Autos. Das Auge kaufte auch damals schon mit. Das Design dieser Auto-Union-Autos ab 1932 entstand dann auch praktisch als CI-Design mit einer Corporate Identity vom gleichen Formgestalter wie die noblen und anspruchsvollen Autos der Marke Horch. Für die Optik zeichnet Günther Mikwausch verantwortlich. Und das Auto ist wirklich ausgesprochen gelungen für einen Kleinwagen in der Zeit. Der lange Radstand, 2,40 Meter, das bringt Fahrsicherheit, das bringt Fahrkomfort. Und die ungewöhnliche Technik mit dem Motorradmotor, das ist praktisch ein umgedrehter Motorradmotor. Und aus dieser Not des Frontantriebs heraus ergab sich halt auch, weil das Getriebe ja in Fahrtrichtung vor dem Motor saß, die Schaltstange praktisch von oben durchs Armaturenbrett, durch den Tank zu führen bis zum Kühler und dann nach unten. Dort werden dann die drei Gänge gewechselt. Die Tage des F8 waren eigentlich Ende der 30er Jahre gezählt. 1940 sollte ein ganz modernes Auto, der F9, den F8 perspektivisch ablösen. Der F9 erschien dann aufgrund der Kriegsereignisse erst 1950 in beiden deutschen Staaten als IFA F9 in Zwickau und als DKW F89 in Ingolstadt. Und in Zwickau wurde dieses Auto 1948 dann als IFA F8 nochmal aufs Band gelegt. 1954 verabschiedete sich der F8 aus der Produktion, aus dem Straßenbild in der DDR noch lange nicht. Autos waren dort ja immer Mangelware. Und bis in die 70er Jahre fuhren diese Autos, auch weil sie sich so leicht reparieren und instand halten ließen, im Verkehrsalltag der DDR mit. In den 80ern wurden sie als Oldtimer entdeckt. Und als Oldtimer schmückt dieses Auto auch das Depot Kleinwagen des PS-Speichers zusammen mit vielen Artgenossen, mit Zweitaktern, mit Viertaktern, auch mit anderen Autos, mit Motorradmotoren. Und ich würde mich sehr, sehr freuen, wenn wir uns dort mal sehen. Und auf jeden Fall sehen wir uns sicher bei der nächsten Folge PS-Speicher TV. Ich verabschiede mich, wünsche Ihnen alles Gute, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Unterstützen Sie den PS-Speicher und werden Sie Mitglied bei den Förderfreunden PS-Speicher.